Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Plants vs. Zombies. Und wir haben den Knoblauch beim letzten Mal bekommen. Und der Knoblauch, mit dem Knoblauch können wir... oh Gott, der geht mir jetzt schon auf den Sack, jetzt wo ich nur sehe. Können wir Zombies auf andere Lanes leiten. Das heißt, wenn wir uns auf... Beispielsweise, wir haben 6 Lanes. Wir können uns damit aber... Ne, warte mal, wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Lanes... wenn wir in die Mitte nichts bauen wollen, können wir in den anderen zwei Lanes verstärkt was bauen. Und somit die Zombies ein bisschen lenken. Ist eigentlich... Eigentlich ganz cool, wenn ich das mir so überlege. Ich bin mir noch nicht sicher. Mal gucken, wie wir das machen. So, wir gehen erstmal hier drauf. Die bringen ja hier oben merkwürdigerweise nichts. Ach ne, wegen den Tornads bringen die ja nichts. Genau. Hier, wenn wir keine Tornads hätten, könnten wir das natürlich auch einsetzen. Aber wir lassen es einfach mal. Wir nehmen einfach mal wieder die hier, weil das ist altbewährt. Wir nehmen die wirklich mal mit. Wir können es mal ausprobieren, den Knoblauch. Das hier können wir mitnehmen. Das können wir mitnehmen. Das können wir mitnehmen. Die Geld... Das Geldding war ja eigentlich noch ganz gut, ne? Lass mal so. Mach mal so. Repick. Das natürlich nicht. Wir haben ein Problem. Oder lass mal es weg. Nee, wenn wir es weglassen, ist auch scheiße. Ich bin mir unschlüssig. Ach, wir lassen die einfach mal weg. Hier, komm. Dann nehmen wir dafür, keine Ahnung, das und... Was sollten wir jetzt mitnehmen? Jetzt weiß ich es nicht mehr. Ach, hier, genau. Die Flowpots. So, hat sich ja eigentlich bewährt. Ganz kurz gemutet. Ich hab nochmal kurz gehustet. Muss ja auch mal sein. Und wir sind schon im 6. Level angekommen. Und die Folge wird auf jeden Fall nicht so lang wie die letzte. Da habe ich ein bisschen Überlänge gemacht. So. Hier muss die hin, ne? Genau. Komm, bewirf ihn mit Mais. Jetzt klicke ich dauernd aus dem Fenster raus, meine Güte. Wie passiert denn sowas? Und ich will mal nicht so verkacken, wie die... Letzte Runde. Da war ja dann doch ganz schön. Am Ende ganz schön, Drama. So, ein bisschen Butter passt das. Butter geht immer. Komm schon, Kopf ab, danke. Kann nicht wahr sein. Okay. Oh, ich sitze hier gerade so merkwürdig in meinem Stuhl. Muss ich mal richtig. Richtig hinsitzen. So. Alles cool. Da unten auf der Lane kommt einer. Den müssen wir plätten. Gebt ihr mir ein bisschen Sonnenlicht, bitte. Danke. Okay. Brauchen noch mehr Sonnenblumen. Das steht auch wieder fest. Alte Regel wieder. Hinten die 2 Reihen Sonnenblumen. Vorne die 2 Reihen Mais-Shooter. So. Zack, zack, blub, platsch. Gut, da unten kommt jetzt noch keiner, deswegen stelle ich da gerade noch mal keinen hin. Jetzt können wir einen hinstellen, hat sich doch gerade schon erledigt. Alles cool. So. Dann haben wir wenigstens schon mal eine Reihe voll. Können natürlich hier direkt schon mal weitermachen. Zack. Es funktioniert eigentlich gerade ganz gut, ich bin zufrieden. Bin zufrieden. So, dann stellen wir die letzte Sonnenblume jetzt schon mal hin. Und dann können wir jetzt anfangen mit der zweiten Reihe Mais-Shooter. Das funktioniert eigentlich auch. Können Sie die Knoblauch brauchen, weil eigentlich nicht, wenn ich so im Nachhinein drüber nachdenke. Wir können damit vielleicht eine Lane oder so frei halten, damit wir ein bisschen weniger Arbeit haben. Aber sonst, ja, ist es jetzt eigentlich nicht so was, was jetzt wirklich einen weiterbringt. Vielleicht probieren wir das dann mal. Dass wir hier in der Mitte zum Beispiel keine Nuss hinstellen müssen oder so. Mal gucken.
Mal schauen. Ah, apropos Nuss. Hier muss natürlich wieder... Vielleicht fangen wir diesmal sogar mal ein bisschen... Fangen wir mal ein bisschen früher an mit den Nüssen, sodass wir noch eine Reihe Platz haben. Finde ich eigentlich mal ganz cool. So, hier in die Reihe noch den letzten. Das ist gut so. Dann warten wir mal ab. Brains. Sorry, ich klicke immer mal aus dem Fenster raus. Irgendwie, keine Ahnung warum. Tornad, komm schon. Nehmen wir mal hier noch einen Mais-Shooter mit hin. So. Damit wir da auch ganz sicher gehen. Und ja, das dauert natürlich immer ein bisschen bei den Tornads, bis die rechargen. Ist aber alles kein Problem. Vielleicht kommt die erste Wave, habe ich das Gefühl. Ja, da ist sie. Und es geht los. Komm schon, Tornad, Tornad, Tornad. Tornad. So. Läuft aber. Läuft, läuft echt. Kann ich sagen, läuft. So, in der Mitte ist jetzt natürlich auch keine Nuss, aber da kann ich jetzt auch noch nichts anpflanzen, weil das wäre verschenkt. Danke für den Diamanten. Ich hab dich auch lieb. So. Okay. Könnten wir natürlich, wenn wir jetzt noch einen Flower Pot hätten, könnten wir hier die Nuss hinsetzen. So, da haben wir den Nuss hingesetzt. Und ihr habt eben den Zombie gesehen, der kann irgendwie sowas Merkwürdiges schießen. Ich habe es gerade nicht gesehen, was das war. Es tut aber auf jeden Fall Aua machen. Blob. Voll vom Kopf. So. Ja. Hier noch einen Chomper hin. Jetzt können wir die Chomper schon aufstellen. Mais-Shooter haben wir 3 Reihen. Geht eigentlich. Geht ganz gut. Okay. Ja, da sind wir eigentlich easy. Kommen wir damit durch die Runde. Wenn jetzt nicht irgendwas Melodramatisches passiert. Melodramatisch habe ich jetzt einfach nur gesagt, weil es ein cooles Wort ist. Ja. Hier ist jetzt zum Beispiel wieder was Melodramatisches. Das ist was Melodramatisches. So, der ist aber kaputt. Das habt ihr gesehen. Wart ihr alle dabei? Habt ihr alle gesehen? Den Knoblauch braucht man echt nicht. Fällt mir gerade so auf. Also da hätten wir auch den, diesen Shroom dafür nehmen können. Diesen Magneto-Shroom. Naja. Man kann nicht alles haben. So, jetzt haben wir aber gleich alles. Und zwar... alle... reinvoll. Wir haben alles, was wir brauchen. Sind fertig. Jetzt könnten wir natürlich theoretisch die Sonnenblumen hier zurückfahren, aber dafür haben wir eigentlich noch nicht genug Sonnenlicht. Deswegen lasse ich das nochmal noch ein bisschen aufladen. Ja, fliegt doch raus. Die Musik ist so cool. Ich kann es nicht oft genug sagen. So, jetzt macht das endlich down. Komm schon. So. Jetzt kommt die Final Wave, ne? Ja, jetzt kommt sie. So, der da oben kaut noch ein bisschen. Den können wir auch mal das Kauen austreiben. Was, mit was schießt der denn? Mit Basketbällen? WTF. Mach mal so. So. Ist hier noch was, was man benutzen könnte? Ja. Das lief jetzt auf jeden Fall. Und was haben wir denn da? Protects nearby plants from bungees and catapults. Okay, Umbrella Leaf. Das hört sich natürlich ganz gut an. Aber wie gesagt, neue Pflanzen sehen wir eigentlich fast immer erst in der nächsten Folge.
Deswegen sage ich, ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht's gut. Wiedersehen. Tschüss.